Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben heute wieder eine neue Patientenvorstellung für Sie vorbereitet. Passend dazu gibt es auch einen Blogbeitrag, den die liebe Nina für Sie vorbereitet hat. Und nämlich ist es eine schriftliche Aufklärung über eine laparoskopische Cholezystektomie. Also, falls Sie den noch nicht gelesen haben, finden Sie den Blogbeitrag auf der Blogseite vom Ärztesprech und auch auf der Blogseite vom InMed-Personal. Jetzt wünschen wir Ihnen wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen und auch beim Lesen. Guten Tag, Frau Oberärztin. Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Guten Tag, Frau Kollegin. Sehr gerne. Worum geht es? Ich würde Ihnen gerne eine neue Patientin vorstellen. Frau Laura Westenberger heißt sie. Sie ist 46 Jahre alt, wurde am 31. Januar 1974 geboren, ist 1,65 Meter groß und wiegt derzeit 72,7 Kilogramm. Frau Westenberger befindet sich bei Herrn Dr. Abdulania in hausärztlicher Behandlung. Sie sei Standesbeamtin, verwitwet, wohne alleine, habe einen Sohn, der derzeit studiert und auch gar nicht mehr zu Hause wohnt. Frau Westenberger stellte sich heute mit plötzlich aufgetretenen rechten Oberbauchschmerzen bei uns in der Notfallaufnahme vor. Die Schmerzen beschrieb sie als kolikartig mit einer Schmerzintensität von 8 von 10 auf der Schmerzskala. Treten keine Koliken auf, beschrieb sie die Schmerzen mit 4 bis 5 von 10 auf der Schmerzskala. Die Schmerzen würden durch Essen verstärkt werden und strahlen dorsal aus. Sie gab an, dass die Schmerzen... Nochmal. Sie gab an, dass sie die Schmerzen durch Beine anziehen und eine Wärmflasche bereits gelindert habe. B-symptomatisch nannte Frau Westenberger Vomitus dreimal, Essensreste bis wässrig, Diarrhoe, wässrig und Fieber mit 38,7 Grad. Frage nach Vorerkrankungen ergab eine arterielle Hypertonie seit 6 Jahren. Sowie Hypercholesterinämie. Sie nehme einmal täglich Simvastatin 20 Milligramm und gelegentlich Diclofenac bei Cephalgie. Operationen wurden von Frau Westenberger verneint. In der vegetativen Anamnese nannte Frau Westenberger Nachtschweiß und seit 2 Monaten bestehende Refluxkrankheit. Ansonsten war die vegetative Anamnese unauffällig. Der Impfstatus der Patientin sei vollständig, der Zyklus sei regelmäßig und ohne besondere Vorkommnisse. Auch Allergien gab Frau Westenberger an. Sie nannte eine Glutenintoleranz sowie eine Pollenallergie. Die Genussmittelanamnese ergab, dass Frau Westenberger seit 15 Jahren 5 bis 10 Zigaretten täglich rauche und circa einmal alle 2 Wochen Alkohol trinke. Der Konsum von Drogen wurde von der Patientin verneint. Die Familienanamnese ergab, dass der Vater der Patientin einen Myokarderfarkt erlitten habe. Die Mutter leide an einer arteriellen Hypertonie sowie Diabetes mellitus. Beide Eltern der Patientin leben noch und sie habe keine Geschwister. Aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von einem Verdacht auf eine akute Cholezystitis aus. Differentialdiagnostisch kommen hier eine Appendizitis sowie eine Pankreatitis in Betracht. Als Sofortmaßnahmen haben wir der Patientin Analgetika verabreicht. Zur diagnostischen Abklärung empfehle ich eine Sonographie des Abdomens und die Messung der Entzündungs- und Cholestase-Parameter. Sollte sich der Verdacht auf eine akute Cholezystitis bestätigen, empfehle ich eine Cholezystektomie durchzuführen. Unterstützend würde ich der Patientin weiterhin Analgetika gegen die Schmerzen verschreiben. Okay, Frau Kollegin, herzlichen Dank für diese ausführliche Patientenvorstellung.
Würden Sie mich bitte darüber aufklären, was eine laparoskopische Cholezystektomie ist und wie sie durchgeführt wird? Ja, die laparoskopische Cholezystektomie gehört zu den minimalinvasiven chirurgischen Eingriffen. Sie ist die häufigste Art der angewendeten Cholezystektomien. Dabei werden kleine Einschnitte im Abdomen durchgeführt, durch die dann eben eine Kamera sowie auch die Operationsinstrumente eingeführt werden, mit denen dann die Gallenblase entfernt wird. Wichtig dabei zu beachten ist, dass der Patient 24 Stunden vorab nüchtern sein muss, da er in eine Vollnarkose kommt. Außerdem kann es natürlich auch bei diesem Eingriff zu Komplikationen führen. Das ist allerdings sehr, sehr selten, der Eingriff. Die Komplikationen, die auftreten könnten, wären zum Beispiel Blutungen oder auch eine Entzündung. Oder was wahrscheinlich häufiger vorkommen könnte, ist Übelkeit und Erbrechen aufgrund der Narkose. Ja, so viel dazu. Okay, vielen Dank. Jetzt würde ich gerne Ihr Wissen über ein paar Fachbegriffe prüfen. Die würde ich Ihnen gerne nennen, mit der Bitte, dass Sie mir erklären, was das jeweils ist. Ja. Der erste wäre eine Multimorbid. Multimorbid bedeutet, dass jemand an mehreren Krankheiten gleichzeitig erkrankt ist. Sehr gut. Dann gehen wir weiter zum nächsten, nämlich was ist das Kleinhirn? Das Kleinhirn in der Fachsprache heißt Cerebellum. Okay, sehr gut. Was bedeutet letal? Letal ist tödlich. Okay. Indolent? Indolent bedeutet schmerzfrei. Okay, sehr gut. Und eine letzte Frage. Wofür steht die Abkürzung NSAR? NSAR steht für nicht-steroidale Antirheumatika. Sehr gut, Frau Kollegin. Vielen Dank für diese Antworten. Sie haben alles richtig beantwortet. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer Patientin und wir sehen uns später noch einmal. Danke und bis später. Bis später.